Man merkt aber schon, dass das hier durchaus ein erhöhter Schwierigkeitsgrad ist. Finde ich doch sehr. Ja, also wir mussten hier schon einigermaßen fix unterwegs sein. Tatsächlich. Gut, da unten wäre die nächste Basis. Und ich sollte hier noch echt ein bisschen sichern. Haben wir das hier? Hier haben wir noch ein paar Gebäude. Ich hau mir gleich einfach hier die Dinger rein. Das passt dann bestimmt schon. Und hier muss ich unbedingt heilen. Oder reparieren vielmehr. So, ich versuche mal die Basis, ich meine die Basis hier, die eigene Kampfkraft möglichst groß zu gestalten. Ich hätte gerne einen Bunker, ehrlich gesagt, wobei ich, brauche ich da ein Dingens für. Ne, da ist er doch schon. Ein Bunker. Hier oben so. Da unten brauche ich eigentlich keinen. Ja, wie wäre es mit helfen? Das wäre schön. Hier, bitteschön. Ihr könnt endlich mitkommen. Worauf soll ich ballern, Sir? Ja? EBF bereit. Alles klar. Her damit. Sehr gut. Es sieht auf jeden Fall ganz gut aus. Der Gegner hat zwar schon wieder ordentlich Vorsprung hier. Aber ich sag mal, Vorsprung ist auch nur so eine Sache. So, hier einmal bitte durchbrettern. Sehr gut. Das könnt ihr. Machen wir es so. Hier die WBFs, die können eigentlich gerne mitkommen. Das ist jetzt mal meine Nummer 3 hier. Die können wir ein bisschen mithelfen hier. So, meine Armee hier wächst und gedeiht. Fleißig vor sich hin. Das finde ich sehr schön. Hier sind sie. Doch, sie sind fleißig genug. Hier kann tatsächlich der Erste auch direkt hinkommen und sich selber so ein Dörflein hier hinstellen. So ein Dingens. Das passt schon. Die lasse ich tatsächlich mal hier. Die dürfen nämlich hier noch für mehr für die Verteidigung sorgen. Oder ich mache... Ja, Bunker. Ich mache noch einen Bunker dahin. Ja, Depots. Wer hätte es gedacht? Und tatsächlich bei den schwierigeren Missionen hier, die Mineralfelder sind deutlich kleiner. Also die Vorkommen hier... Die Ressourcen sind doch deutlich abgeschwächt. Habe ich zumindest den Eindruck. So, sieht aber besser aus hier. In der Form, dass wir deutlich fixer jetzt hier unterwegs sind. So, die WBFs, ne, die können gerne mit hier hinkommen. Da habe ich mal sowas von nichts gegen. Ja, das sieht auch ganz gut aus hier. Das klappt tipptopp. Da hätte ich auch noch mal gerne mehr von. Die müssen sich erstmal reparieren hier. Wir haben immerhin einen Dingens hier schon mal beseitigt. Das ist schon mal viel wert, finde ich. Das heißt, hier können die eigentlich schon mal alle hier runtergehen. Und können wir weitermachen hier. Einmal hier unten durchbrettern. Hier ist die Verteidigung sogar einigermaßen schwach. Finde ich fast ein bisschen albern. Aber was soll's. Kommen sie jetzt angelatscht. Ja, warum auch nicht? Wo sind die hier? Da unten. Du wirst doch hier mit dabei sein, Mensch. Kinners, habt ihr nicht aufgepasst? Siehst du mal, gleiche Taktik wie eben, aber deutlich fixer unterwegs hierbei. Das klappt dann auch tatsächlich. Wir könnten theoretisch sogar wahrscheinlich eine ganze Basis hier von den Gegnern noch auseinandernehmen. Also so eine richtige. Mit Verteidigung und Zeugs. Was vermutlich denn hier zwischen irgendwo sein wird. Gehe ich zumindest mal stark von aus, dass sie dann noch irgendwo sich verstecken wird. Oder wir nehmen den halt komplett auseinander. So, sieht aber ganz gut aus.
Wie wär's denn mal mit helfen? Ja gut, wie wär's damit? Wie sieht's hier aus? Auch gut. Also das Heilen? Hier kommt jetzt auch mal meine Nummer 2. Warte mal, hier muss ich erstmal heilen, hier. Da ist noch eine Mine. Ja, der passt. Er sieht aber echt gut aus hier. Ja, doch, ich bin sehr zufrieden. Es ist zwar alles schon ziemlich angenagt hier. Aber was soll's, das kriegen wir schon hin. Ich muss echt mal hier, die dürfen da echt mal einfach stehen bleiben. Mein Stillstand ist zwar nicht gut, aber man weiß ja nie, vielleicht ja doch. BBF einsatzbereit. Hier kommen, die können eigentlich alle nach da unten. Weil die können auch hier was machen, ne? Weil ich nicht glaube, dass ich das noch brauchen werde, ehrlich gesagt. Reparieren die mal fleißig hier. BBF bereit. Relativ langsam sind sie jetzt hier unterwegs. Ja, aber es geht schon. So, die Minen erfüllen ihren Zweck ganz gut. Weil die Verluste gerade mal echt happig sind. Wisst ihr was hier? Ich fahre einfach mal außenrum hier. Das ist mir doch egal. So, keine Lust hier, dass ich mich hier in der Hauptbasis von denen vermöbeln lasse. Nö, nee, da fahre ich einfach mal durch hier zurück. Mach mal so. Dann bauen sich hier fleißig das Dingens. Danach kannst du auch ein bisschen helfen hier. Gut, jetzt wäre es natürlich praktisch, wenn man mit mehreren hier bauen könnte, weil es ein bisschen flotter geht. Hier und kommen das hier, das ganze Zeugs. Die kommen da mal raus. Achso, das hätte ich auch noch bewegen können hier. Wobei hier... genau, ihr dürft gerne mal heilen hier. Ich sag mal heilen, ich meine reparieren. Habt ihr bestimmt noch nicht gemerkt, ne? Wobei ich auch nicht so viel Zeit habe jetzt gerade mal. Das ist echt, echt böse. So, die Minen sind gelegt. Die machen da ordentlich ihren Schaden, hoffe ich. Ja, sehr gut. Das heißt, ich kann hier oben mal bitte reinrennen. Ja, das geht ganz gut. Ich leide zwar ordentlich, aber nicht so sehr wie die Gegner. Das ist der wichtige Teil jetzt hier. Ach Mist. Okay, das Ding hält auch nichts aus. Es ist, sieht ganz gut aus hier gerade. Wenn die reparieren, das verfleißig gerade vor sich hin, aber es bringt genau gar nichts. So, wir sind in Vorsprung. Yes, und wir sind die Einzigen, die noch Produktion haben. Oh, das war wieder so knapp. Aber gut. Wir wissen beide, dass du mich über den Tisch ziehst, aber ich werde dich trotzdem anheuern. Meine Truppen unterstehen deinem Befehl, Jim. Diese Farbe! Ich bin so froh, dass ich jetzt auf deiner Seite stehe und auf Matthews. Du hinterhältige Kleine! Ich werde dir zeigen, was mit doppelzüngigen Falschspielern passiert! Oha, ist das jetzt unsere Basis? Ach, geilo! Ja, das ist ja mal cool. Ich hätte jetzt hier gerne mal ein wenig Durchlauf. Wobei, hier komme ich wahrscheinlich überhaupt nicht durch, ne? Das ist meine Basis hier. Die ist so ziemlich komplett unkaputtbar, wenn man ehrlich ist. Die wird zerstört hier, aber es ist eigentlich völlig mal Wumpe. Weil wir sollen das hier oben zerstören. Das ist auch okay. Eigentlich, theoretisch, können wir nicht verlieren. Ich meine, es geht schon ganz gut, aber eigentlich ist halt das Neue theoretisch. Die andere Basis ist völlig egal. Die Dinger hier sind super. Wir kommen einfach mal den ganzen Krams mitnehmen.
Passt schon. Ich brauche eigentlich überhaupt nichts produzieren hier. Ich mach's mal trotzdem. Aber was so. Bei reparieren wäre vielleicht noch ganz cool vorher. Die können mal dahin bitte. Und die können alle reparieren hier. Aber der ganze Haufen hier, das ist hier so eine sehr effiziente Geschichte. So, haben sie sich repariert hier? Sehr gut. Können die eigentlich auch mitkommen hier? Was machen die denn hier? Das ist ja vollkommener Mumpitz hier. Das sind zwei Leute, die heilen. Yep, es hilft sehr gut. Weil, warte mal, ist eigentlich egal, von wo ich hier gerade ankomme. So, die müssen mal hier aufgebaut werden. Das sind nämlich Kampfpanzer, die aus der Entfernung schön ballern können. Das heißt, sobald die aufgebaut sind, können die schön mit ihren dicken Kanonen innerhalb dieses Bereichs hier rumbolzen. Und das ist wirklich effizient. Weil die gerade mal einen blöden Standpunkt haben. Muss weiter nach vorne hier. Also im Prinzip kann man an dieser Stelle nicht verlieren. Weil man so viel Krempel mit dabei hat. Ich hoffe mal, ich behalte damit recht. Nein, lass mich da raus. Du musst auch da weg. Das ist nämlich eine Atomrakete, was da passieren wird. Und, man sieht es gleich, die ist sehr atomig. Kabams. Ja, möchte man ungern mit hier in der Basis haben. Aber jetzt geht's, sag ich mal. Läuft, ne? Sag ich mal. Wie gesagt, eigentlich kann man an dieser Stelle nicht mehr verlieren. Es sieht aber trotzdem einigermaßen knapp sogar aus. Oha. Das Ding ist allerdings böse. Ich hau noch mal vielleicht doch noch mal ab. Wobei wir hier ordentlich an Verstärkung bekommen haben. Erst mit dem Panzer hier weg. Die sind nämlich ziemlich böse gegen Einheiten, weil die Flächenschaden machen. Aber wir haben da oben schon mal ordentlich aufgeräumt. Das passt schon. Ja, die können einfach mal... Wobei, die können einfach hier unten hin. Das passt schon. Machen wir es so. Ein paar Goliath hier. Dann können die gegen den... Ja, ist ja gut. Gegen das Zeug da antreten. Machen wir das mal so. Wo ist meine hier, meine Numero 1? Das ist die einzige hier. Die hätte ich gerne als... Wobei, die müssten gerne repariert werden hier. Das ist meine 2. Der Rest hier ist eigentlich Nummer 1. So ein paar Heilende hier hätte ich schon gerne dabei. Weil hier sind auch noch Leute drin. Hier, da, so 3, sag ich mal, können hier vorne gerne stehen bleiben. Die können da ein bisschen rumreparieren und sich ihres Lebens freuen, meinetwegen. Was man halt so macht, ne? Das wird so, das wird so. Ich hätte wahrscheinlich eben etwas sinnvoller vorgehen können, etwas einfacher. Weil die Basis an sich, ich sag mal, bis auf die planetare Festung ist das eigentlich eher so mittelmäßig. Ich meine, es ist schon gut, was der sich aufgebaut hat. Aber ich meine, er hat ja auch ein bisschen mehr Zeit gehabt. Glaube ich. Aber Adler sind... Ich mache mir mal mehr Goliath hier. Die sind zwar teurer, aber die sind auch besser. Zumindest... Was sowas angeht, weil wegen Luft. So, die Panzer am besten ausschalten, bevor die sich aufbauen konnten, weil man sieht es, die machen tierisch viel Flächenschaden. Heißt eigentlich am liebsten sogar aufgebaut lassen hier als Verteidigungswall. Ich wollte aber ja auch nicht so lange hier rumstehen. Na, ich warte nur noch mal ganz kurz, bis hier die Leute unterwegs sind.
Nicht genug. Goliath online. Nicht genug, Generalien. Sollte eigentlich fast gehen, ne? Ich höre. Ich möchte nämlich jetzt auch eigentlich nicht so schwach unterwegs sein. Es geht aber schon hier. Achso. Noch ein paar Goliath dazu. Ich hoffe mal, der hat sich nicht wieder hier was aufgebaut. Na, es geht schon. Der will nur ein bisschen spielen hier. Nein, das ist schlecht, das ist schlecht, das ist wirklich schlecht. Hier, die hätte ich gerne aufgebaut. Ich muss eine Sache machen hier mal. Stimpaks habe ich noch lange nicht mehr gemacht. Die Soldaten hier, die dürfen sich gerne mal hochstimmen. Dann können die sagen, stimmt ja, haha, da war ja was. Hier, das Ding muss da mal weg. Die ganze Produktion. Einfach mal alles wegbeseitigen hier. Das ist schön. Jetzt kann mal ein bisschen nach vorne gelegt werden hier. Ihr latscht einfach mal durch. Ihr schafft das schon. Das sieht gut aus. Jetzt hat der Gegner nämlich gar nichts mehr hier an der Stelle. Ist da oben noch was Spannendes? Okay, der ist da noch. Gut, ist die Frage, ob der wirklich spannend ist. Der ist zumindest tot, so ziemlich. Die beiden Panzer kann ich mal auf die Rampe hier stellen, weil das reicht von der Entfernung dann, dass wir hier oben an die Festung kommen. Denn das Problem ist, die planetare Festung schießt in einem gewissen Umkreis um sich herum sehr effizient auf unsere Fußeinheiten. Das kann ich verhindern, indem ich halt die längere Reichweite von den Panzer hier nutze für mich. Was sehr praktisch ist. Heißt, die ballern da gerade mal fleißig hin, beziehungsweise der eine da. Aber es geht. Schon sind ganz viele Adler da. Schon gut, ich gebe auf. Ihr habt ja eure verdammten Adjutanten. Ich sollte dem Universum einen Gefallen tun und dich umlegen, Orlan. So dumm nur, dass ich dich vielleicht eines Tages brauchen könnte. Mira, sei so gut und regel das. Mit Vergnügen, Rainer. Ich werde mich gut um diese Schlange kümmern. Und sogar umsonst. Yay, wir haben das wirklich auf schwer geschafft. Sehr cool. Zwar nicht in der Form des, naja, dass wir hier das alles erreicht haben. Das sind echt knackige Errungenschaften hier. Bilden Sie im Halsabschneider auf schwer vor dem Vertragsabschluss mit Helm keine WBFs aus. Das ist fast unmöglich, sage ich mal. Gut, man kann natürlich ähnlich vorgehen, wie wir es gerade selbst gemacht haben, dass wir da ganz viele Sachen einsammeln und das alles in eine Armee stopfen und dadurch dann entsprechend mehr einsammeln können. Aber es ist trotzdem tierisch schwer, glaube ich mal. Ne? Deswegen, mache ich das mal lieber nicht, die Errungenschaften jetzt hier. Zumindest die am Anfang jetzt hier. Ich würde auch sagen, ich weiß nicht genau, ob das bei den zukünftigen Missionen auch noch geht. Wir haben diese jetzt auf schwer geschafft. Müssen wir aber trotzdem mal gucken. Ich glaube, da lasse ich dann wieder die Regel einmal auf schwer versuchen und dann auf einfach oder auf, nicht auf einfach, auf normal machen. Sir, der entschlüsselte Adjutant ist wieder im Labor und sollte jetzt betriebsbereit sein. So, altes Mädchen. Wir haben dich auf Tarsonis ausgegraben. Warst du während des Zerg-Angriffs online? Kannst du dich daran erinnern, ob Arcturus Mengs beteiligt war? Mengs, Arcturus, ehemaliger konföderierter Offizier, ziviler Prospektor, Gründer und Anführer der Terroristengruppe Söhne von Kohan. Status, kriminell. Zugriff auf abgefangene Übertragungen 0081 bis 0086 Alpha. Hier ist Duke. Die Emitter sind gesichert und online. Wer hat die Aktivierung der Psi-Emitter autorisiert? Ich, Lieutenant. Was? Der Einsatz gegen die Konföderierten auf Antigua war schon schlimm genug, aber jetzt wollen Sie die Zerg gegen einen ganzen Planeten einsetzen? Das ist Wahnsinn! Sie hat recht, Mann. Denken Sie nochmal drüber nach. Ich habe es mir gut überlegt. Glaubt mir. Ihr habt eure Befehle, führt sie aus.
Das werden Sie noch bereuen. Sie scheinen meine Position hier nicht zu begreifen. Niemand wird mich aufhalten. Nicht Sie, noch die Konföderierten oder die Protoss. Niemand. Ich werde über diesen Sektor herrschen oder ihn atomisieren. Wenn Sie versuchen sollten, mir ins Gehege zu kommen. Heilig. Ich glaub's einfach nicht. Damit können wir Mengsk festnageln. Tja, das hört sich überhaupt gar nicht gut an, ehrlich gesagt, weil der Mengsk ein ziemlich übler Bursche ist, der ziemlich alles platt machen würde, wenn es nicht seins wäre. Krasse Sache. Wir haben Protoss Forschungspunkte bekommen, das heißt, der Protoss Tank ist wieder mal gefüllter als den je vorher. Achso, haben wir schon gemacht sogar. Sehr gut. Frau Hansen. Ich kann es einfach nicht fassen. Diese Aufnahme beweist, dass alles wahr ist. Mengsk, Tarsonis, einfach alles. Was wirst du jetzt machen? Den Leuten die Wahrheit sagen. Jeder Mann, jede Frau und jedes Kind muss erfahren, wozu ihr geliebter Imperator fähig ist. Das könnte schlimme Folgen haben. Es wird überall zu Ausschreitungen und Aufständen kommen. Aber das ist genau das, was du erreichen willst, oder? Es ist ein Anfang. Ein recht sinnvoller Anfang, sag ich mal, weil der Mengs, der darf nicht mehr als der coolste Held der Welt hier dargestellt werden. So, wir können uns auswählen. Haben wir das nicht schon gemacht gehabt? Das haben wir doch schon gemacht gehabt. Oder? Haben wir das doch nicht gemacht? Haben wir es echt nicht gemacht? Um nochmal was mitgemacht gesagt zu haben. Angriff hier erforschen, ja. Ich dachte, das hätten wir tatsächlich schon gemacht. Ich weiß nicht, ob es dadurch die Wiederholung der Mission sich umgeändert hat. Wahrscheinlich aber eher nicht. So, wir haben eine neue Sache hier hinzubekommen. Die Spinnenminen hier. Auch mal die Animationen sind sehr lustig. Das sind die Dinger, die wir da gerade mit den Adlern durch die Gegend gesetzt haben. Zur Verteidigung. Die kabbeln sich da ein bisschen. Finde ich sehr knuffig. 52 QDMM Spinnenmine. Spinnenminen gehören zu einer sehr kleinen Kategorie von Technologie, die von der alten Erde kam und den Absturz der Kolonieträger überlebt hat. Terranische Infanterie ist traditionell der Freund-Feind-Erkennungssensoren gegenüber sehr kritisch eingestellt. Tja, im Jahr, ein Fun-Fact noch so nebenher, im Jahr 2499 veröffentlichte Joint Pictures Spinnenminen 4, der Tod von unten. Damit wurde eine Serie über Spinnenminen, die ein Bewusstsein entwickeln und sich gegen ihre menschlichen Erschaffer richten, fortgesetzt. Es war gleichzeitig das letzte Holo der Serie. Tja, interessant, interessant. Lieber Sworn, erzähl uns Interessanteres. Diese dämlichen Söldner fahren immer noch Adler. Kannst du dir das vorstellen? Die Dinger sind der reinste Selbstmord, selbst wenn keiner auf dich ballert. Immer langsam, Sworn. Ich weiß schon gar nicht mehr, wie oft mein alter Adler mir den Arsch gerettet hat. Ich werde mir dieses gute alte Meisterwerk terranischer Ingenieurskunst nicht von dir schlecht reden lassen. Alt? Ja, das könnte man sagen. Nur heutzutage bevorzugen die meisten Leute Motorräder, die nicht gleich explodieren, wenn der Vergaser mal wieder versifft ist oder bei denen kein radioaktives Zeug aus der Treibstoffzelle tropft. Aber hey, wen stört sowas bei einem alten Meisterwerk? Du bist ein alter Klugscheißer, Sworn. Das hat er schön gesagt. So, Arsenalkonsole. Ich will nochmal vorher eben gucken, bevor ich hier Geld auf den Kopf haue, wie es denn mit der Schiffsmesse da aussieht. Ob wir hier noch weitere... Hier können wir nichts weiteres machen, ne? Keine weiteren Söldner. Nope. Wobei, hatten wir den nicht auch gekauft? Scheint mir, als wäre aller Fortschritt nicht gespeichert geworden hier. Na gut, Tykes. Verrat mir doch mal, was zwischen dir und Mengsk damals passiert ist. Sieht so aus, als wärt ihr mal unzertrennlich gewesen. Ich dachte, dass Mengsk die Dinge ändern könnte. Seite an Seite habe ich mit ihm gekämpft, bis Tarsonis. Da hat er dann die Zeit dazu benutzt, die Bevölkerung des gesamten Planeten auszurotten. Er überließ Kerrigan ihrem sicheren Tod. Nur weil sie ihre Meinung gesagt hat, dieser elende Mistkerl. Am Ende war er kein bisschen besser als die Konföderation. Verdammt. Du hast ein echt gutes Händchen für Freunde, Jimmy. Yo. Nachrichten.
Imperator. Es wurde viel über den tragischen Untergang von Tarsonis geschrieben. Tiloskis Enthüllungsreportage Götterdämmerung eines Imperiums behauptet sogar, dass sie persönlich die Konföderation gestürzt haben, indem sie für den Fall von Tarsonis sorgten. Verschwörungstheorien gibt es immer wieder. Fakt ist jedoch, dass eine Großinvasion der Zerg auf Tarsonis stattgefunden hat und keine Macht des Universums sie hätte aufhalten können. Es war ein wahrhaft schrecklicher Tag. Tiloskis Film betont die scheinbare Zweckmäßigkeit des günstigen Zufalls, dass die Aliens eine korrupte Regierung auslöschten, die sie selbst ihr Leben lang zu stürzen versuchten. An diesem Tag sind Millionen gestorben und Sie sprechen von Zweckmäßigkeit? Ja, ich bekämpfte die alte Konföderation, doch niemals zu meiner persönlichen Bereicherung. Als es für mich an der Zeit war, die schwere Last der Führung zu übernehmen, so tat ich es nur, um unser Überleben als Spezies zu sichern. Klare Worte vom Imperator selbst. Als nächstes im Programm, Zerklinge, allergisch gegen Zitronensaft. Nur Altweibergeschichten oder die neue Superwaffe im Kampf für die Menschheit. Naja, dann müssten wir mal fix Zitrone anbauen gehen, sag ich mal. Sehr schöne Sache und Zufall, dass das gerade jetzt im Fernsehen kommt. Dass der Imperator da ist, wo wir das gerade selbst herausgefunden haben, dass das eigentlich überhaupt nicht stimmt, was er da sagt. Wie dem auch sei, die Brücke besuchen wir gleich. Das Labor haben wir tatsächlich hier schon von innen begutachtet. Arsenal will ich dann doch nochmal hin. Wir haben noch ein paar Credits hier zum auf den Kopf hauen. Machen wir, ist tatsächlich auch sinnvoll. Basis, BBF haben wir... Na, reparieren doppelt so schnell wäre eigentlich auch ganz cool, ne? Oder aber wir graden hier ein bisschen was durch die Gegend. Visionsradius, ja, ist alles ganz nett. Ich weiß nicht genau, ne, was ich gerne hätte hier. Ich dachte, das hätte ich hier schon. Weil machen wir mal das hier, das hatte ich eigentlich jetzt schon gemacht, oder nicht? Komme noch stark so vor. Ich weiß nicht genau, was da passiert ist. Gut, leider haben wir nicht mehr Geld. Das heißt, ab zur Brücke, da mal ein bisschen durch die Gegend gucken hier. Wir haben tatsächlich nichts zu bereden. Das ist unfassbar. Das heißt, an dieser Stelle vielen Dank fürs Zuschauen hier bei StarCraft 2 Wings of Liberty. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder hier. Die Aufnahme war ziemlich lang. Deswegen mache ich auch eine Aufnahmepause. Haha. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüssi.